Willkommen zurück zum Let's Play Lucius. Wegen der Speicherfunktion habe ich halt das eine nochmal gemacht hier mit dem Benzin, dem Gärtner bringen. Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist irgendwie ein Bug von dem Spiel. Habe ich dadurch 100% erreicht. Obwohl ich meine Mutter mir noch eine Aufgabe gegeben hat. Das ist nämlich, ich bin ihr eben gerade begegnet und sie meinte, ich soll den Müll rausbringen. Jetzt habe ich mein letztes Geschenk anscheinend, ein Dreirad. Das werde ich mir auch als erstes mal angucken. Also, weil ich mal mein Handy gestellt habe, in der Zeit. Oh, ich bin da so ein Talent da drin. So. Dann gucke ich mir jetzt als erstes mal mein Geschenk an. Mittlerweile weiß ich auch, wie ich den Gärtner umbringen kann. Ach, das ist doch so dämlich. Also zumindest den Anfang kann ich mir zusammenreiben. Und ja. Das wird sich auch gleich zeigen. Ich habe das Brett zwar schon befragt gehabt, aber irgendwie nicht so ganz geschlussfolgert. Gut, ich wusste auch ja nicht, wer mein nächstes Opfer ist, aber jetzt im Nachhinein. Aber bis dahin hatte ich schon wieder das, was mir das Brett gesagt hat, schon wieder vergessen. Doof, ne? Mal gucken. Ja, da ist mein Dreirad. Und zwar, das Brett sagt mir, wenn ich gewinne, ist dein Papier nicht im Spiel. Verlierst du die Wahl auf Schere viel. Und zwar soll das einen Hinweis auf Steine geben. Ich habe doch im Garten Steine aufgehoben. Da, wo dann extra schön dabei steht, man kann immer einen Stein brauchen, um etwas zu zerbrechen oder kaputt zu machen, ne? Und das muss ich machen. Hihi. Wum, wum, wum. Oh, ist das scheiße zu steuern. Gut, dass ich... Oh Gott, ist das blöd. Oh mein Gott, ist das scheiße. Es sieht so cool aus. Jetzt hätte ich jetzt noch eine Maske auf, wäre ich die Puppe aus Saw. Aber das ist echt blöd zu steuern. Oh, kann ich damit auch Treppen runter? Woody, vorbei! Also das ist ja jetzt nicht hier optimal gemacht. Also ich habe nie ein Kind gesehen, das gerade steht, wenn es eine Treppe runterfährt. Ich habe eher gesehen, dass Kinder runterfallen. Ich bring noch den Müll raus. Oh, ist das schön dunkel, das Spiel hier. Ist das hier drin? Nein. Ey. Ach, ist das doof mit dem Rennrad. Es ist zwar voll cool, aber... kann ich auch wieder... Na, hallo, ich will da weg. Oh. Soll ich da irgendwas fallen lassen? Hä? Keine Ahnung. Kann ich da wieder aufstehen? Hallo? Okay. Rechte Maustaste gedrückt halten. Irgendwie ist mir das Laufen doch lieber. Die ganze Zeit gefreut, aber ich kann das Laufen besser koordinieren als das Fahren. Das Fahren ist echt scheiße. Aber jetzt habe ich hier meine Hausarbeit auf 100%, obwohl das irgendwie, glaube ein bisschen verbuggt war. Weil eigentlich, zumindest was die Lücken angeht in dem Questbuch, sieht man ja eigentlich, oh, doch außen rum, sieht man ja eigentlich, dass da eigentlich noch ein paar an Hausarbeit fehlt, aber keine Ahnung. Mach auf, los, mach auf. So. Lass hoch und rein damit. Ja. Aktueller Benehmensstatus 40%, obwohl ich eigentlich gar nichts mehr erreichen kann. Schon komisch. Guck, weil da fehlen noch zwei Sachen. Naja, Antonio. Ja, mit den Rasen. Sieht aus wie aus der Discos. Hatten wir im letzten Part schon. Muss den Deckel auch wieder zu? Nein. Deckel zu machen ist auch uncool. So, jetzt nehmen wir mal den Stein. Mal gucken, ob ich richtig liege. Oh, lalalala. Oh, du kannst das nicht machen, solange dich jemand sieht. Warte, dann mir mal den Rücken weg, ja? Jetzt kann ich es machen. Mal gucken, was passiert. Jetzt müssen wir etwas warten. Warten, warten, warten. Warten, warten, warten. Ich rede viel dummes Zeug.
Ja, komm hier. Vielleicht sollte ich mich hinter ihm stellen. Vielleicht muss ich irgendwelche Zauber noch anwenden. Das könnte vielleicht sonst ein bisschen doof werden, wenn er mich dabei sieht. Okay, jetzt fährt auf den Stein zu. Wo kommt dieser Felsen her? Ich wette, ich kann das reparieren. Er will wohl den Rasenmäher wieder zum Laufen bekommen. Das könnte meine Chance sein. Ja? Ja? Inwiefern Chance? Ah, ich könnte es manipulieren. Geht das? Ja, geht. Dios mio. Was ist passiert? Ah, das hat noch nicht gereicht. Was soll denn der Scheiß? Das war nicht genug. Er hat es geschafft, der Klinge zu entkommen. Aber ich bin anscheinend auf dem richtigen Weg. Dann machen wir mal... War das das? Wieder Gedankenkontrolle? Ja, anscheinend. Oh, oh. Oh, oh. Und das in Anwesenheit des Kindes. Das Kind trägt doch ein Trauma davon. Oh. Ich habe ja schon eine Errungenschaft gekriegt hier für Dings, aber jetzt hier neun Pforten der Hölle. Bla und so weiter. Ich bekam einfach nicht den richtigen Durchblick, als ob mir etwas entgleiten würde. Ich wandte mich an die Kirche und bat um Hilfe. Ich hoffte, sie würden das Haus besuchen und den Leuten dort vielleicht helfen. Ihnen Rat anbieten. Was auch immer Priester so tun, ich lag falsch. Wie vorherzusehen, gab es noch einen Unfall, diesmal im Garten. Eines der bizarrsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich hatte keine stichhaltige Erklärung und die Presse forderte vom Department Informationen. Diese Geier kreisten ständig um das Anwesen. Meine ganze Welt brach auseinander. Ich befragte Charles Wagner nun täglich. Der versuchte mir zu erklären, alles spiele sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Sein Vater Fabius, den ich für ein wenig behämmert hielt, wurde plötzlich vermisst. Alle nahmen an, er wäre einfach verschwunden, um dem Stress zu entkommen. Ist das jetzt mein nächstes Opfer? Was passiert hier wirklich, Dad? Wurden wir verflucht? Haben wir Feinde? Werden wir erpresst oder ist das eine Art Vendetta? Rede keinen Unsinn, Charles. Du greifst nach Strohhalmen. Ich weiß über deine Verbindungen zur Unterwelt damals. Ich weiß, woher unser Geld stammt. Du hast keine Ahnung und frag nicht. Sei einfach dankbar. Hast du keine Gefühle, Dad? Warum warst du nicht bei Toms Beerdigung? Er war ein Versager und er ist auch gestorben wie einer. Er war nicht mein Sohn. Das ist einfach kalt. Du bist ein herzloser, verbitterter alter Mann. Wer hat dir alles gegeben, was du dir je gewünscht hast? Und jetzt ist es Zeit, zurückzuzahlen. Es stehen Ereignisse bevor, die weit jenseits deines Verständnisses liegen. Ich werde diese Wahl verlieren. Meine Welt zerbricht. Lucius spricht nicht. Nein, sie verliert den Verstand. Und auch du bist verrückt. Wir sind alle nur Bauern in einem großen Spiel. Diese Leute, sie sind letztendlich alle nur Futter für die Sense des Todes. Du musst nur deine Rolle spielen, Charles, und ein guter Junge sein. Die, die bis zum Ende durchhalten, werden belohnt. Ich bin davon überzeugt, der Fabius weiß irgendwas über das Kind, also hat da irgendwie auch was mit zu tun. Guten Tag, Miss. Ich bin Vater Label aus der Diözese Winterhill. Das ist Vater Di Cosimo. Wir haben von dem Unglück erfahren, das dieses Haus befallen hat. Und wir kommen, um Ihnen unseren heilsamen Segen anzubieten. Sind die Herrschaften des Hauses Wer zu sprechen? Was? Zur
zum Teufel raus aus meinem Haus! Verfluchte Parasiten! Schafft eure Röcke zurück zu den erbärmlichen Taugenichtsen in die Stadt! Schlucken euren Jesusmüll! Aber runter von meinem Rasen! Oder ich gebe euch Grund zum Beten! Sie mit ihrem Mist auf meinem Grund hausieren! Sieh zu, dass sie verschwinden! Wenn er so weitermacht, findet er den Geheimgang. Dann weiß er zu viel. Dann muss er eliminiert werden. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ah, Sie haben mich überrascht. Ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde gerne mit Ihnen über die letzten Ereignisse hier in Dante Manor sprechen. Ich zahle gut für Informationen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oh, Mr. Wagner. Entschuldigung, ich habe an der Haustür geklingelt, aber niemand öffnete. Es sah nach Regen aus, das also bin ich... Das ist Hausfriedensbruch. Ich könnte Sie erschießen. Hey, Augenblick! Ja gut, anstatt des Erschießens einfach mal erschlagen. Ist auch eine Variante. Ich glaube, ich weiß mein nächstes Opfer. Mal gucken. Daddy besucht mich wieder. Hab ihn so lange schon nicht mehr gesehen. Welch wunderbar grausame Opfer du mir gebracht hast. Jetzt müssen wir weiter. Wir müssen fortfahren, ohne nach hinten zu blicken. Da sind diese Schnüffler, Lucius. Sie hegen einen Verdacht. Du musst wachsam sein. Aber jetzt ist es an der Zeit, dich die mächtigeren Fähigkeiten zu lehren, damit du dich, falls nötig, schützen kannst. Okay. Was ist das? Hallo, ich bin der Sohn Satans. Natürlich mag ich Feuer. Streichhölzern zu spielen, aber ich zeige dir einen besseren Weg. Ich kann jetzt Feuerbälle schießen. Ach, du Scheiße. Oh. Das kann ich Menschen richtig lustig umbringen. Hör mir jetzt zu, Lucius. Diese Fähigkeit kann nur manchmal und nur in extremsten Situationen eingesetzt werden. Jedes Mal, wenn du mir ein Opfer bringst, erhältst du diese Fähigkeit, aber nur für kurze Zeit, bis die Macht wieder vergeht. Okay, also keine dauerhafte wie Kontrolle und Dings und so weiter. Heieieiei. Und in letzter Zeit scheint ich ganz schön viel Errungenschaften. Fall 3 auf einmal? Ich weiß gar nicht warum, ich muss mir nachher mal angucken.
Verrat. Junge, es ist Zeit zu reden. Du hast dich also umgesehen und die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Zieh dich an und triff mich dort unten. Lass dich unterwegs nicht erwischen. Ich habe bemerkt, dass noch nicht alle schlafen. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Naja. Gott, dann geht das nicht weg. Und auch der König und seine Mannen brachten Humpty Dumpty nicht mehr zusammen. Das ging ihnen gehörig auf die Leber. Genau. Gucken wir noch das Questbuch an. Fabius. Mein Großer hat mich geweckt und er trug mir auf, ihn in der Kammer zu treffen. Alle sind noch wach. Ich muss einen Weg finden, unentdeckt vorbeizukommen. Die Dunkelheit ist mein Freund. Ja. An dieser Stelle ist der Part vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüss, eure Tai.